Neben der Dividendenrendite solltest du unbedingt ein Auge auf das Dividendenwachstum einer Aktie haben. Ich habe mehrere Stunden und Abende recherchiert und dir für dieses Video drei Aktien aus unterschiedlichen Sektoren mitgebracht, die ein hohes Dividendenwachstum aufweisen. Viel Spaß mit dem Video! Das erste Unternehmen auf der Liste kommt aus dem Rohstoffsektor und hat eine aktuelle Dividendenrendite von 1,19%. Die Dividende ist aufgrund einer gesunden Ausschüttungsquote von 26,11% äußerst sicher. Gepaart wird das Ganze mit einer Auszahlung einer Dividende seit 32 Jahren und einer Dividendensteigerung, die ebenfalls seit 32 Jahren verläuft. Das allein sind schon starke Werte. Zusätzlich kann das Unternehmen aber auch mit einem Wachstum der Dividende von durchschnittlich 13,94% pro Jahr für die letzten 5 Jahre überzeugen. Das Unternehmen, von dem ich spreche, ist Linde. Linde ist ein weltweit führender Anbieter von Industriegasen und Engineering-Dienstleistungen. Das Unternehmen ist in über 100 Ländern tätig und bedient eine Vielzahl von Industrien, darunter Gesundheitswesen, Chemie, Energie und Lebensmittel. Linde konzentriert sich auf die Produktion und Lieferung von Industriegasen wie Sauerstoff, Stickstoff und Neon, aber auch Prozessgase wie CO2, Helium oder Kohlenstoffmonoxid. Ihr Geschäftsmodell umfasst langfristige Lieferverträge und die Integration von Engineering-Dienstleistungen, um maßgeschneiderte Lösungen für Kunden zu bieten. Bei Linde ist es so, dass der Vertrieb entweder mit kleinen Gaszylindern, großen Gastrucks oder über eine bereits installierte Gaspipeline erfolgt. Die Vertriebsmethoden unterscheiden sich in der Kapitalintensität und auch in der anschließenden Vertragslänge. Beim kapitalintensiven On-Site-Vertrieb sprechen wir hier von langen Verträgen mit einer Laufzeit von 15 bis 20 Jahren. Insgesamt kann man hier sehen, wie die Umsätze von Linde nach Vertriebskanälen verteilt sind. Eine Gleichverteilung der Umsätze gefällt mir persönlich sehr gut. Die Marktkapitalisierung von Linde beträgt aktuell 223,16 Milliarden US-Dollar. Wir sprechen hier also von keiner Nuckelbude. Sowohl die Topline als auch die Bottomline sehen meiner Meinung nach in Ordnung aus. Den Umsatz konnte das Unternehmen zuletzt stabil bei 32,85 Milliarden US-Dollar halten. Die Earnings per Shares haben ein wahnsinniges Wachstum von 52,98% auf 12,59 US-Dollar erleben können. Und auch für das Jahr 2024 erwartet man ein gutes Wachstum. In der Topline rechnet man mit 33,41 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von 1,7% entsprechen würde. In der Bottomline werden Earnings per Shares von 15,52 US-Dollar erwartet. Eine aktuelle Information zu Linde wäre einmal, dass das Unternehmen 2 Milliarden US-Dollar für den Bau, den Besitz und den Betrieb einer integrierten Anlage für sauberen Wasserstoff und atmosphärische Gase investieren wird. Die Anlage wird das Unternehmen Dow mit sauberem Wasserstoff versorgen und wird auf Basis der Investitionssumme die größte Produktionsanlage für sauberen Wasserstoff in Kanada sein. Die globale Präsenz und die Diversifikation in verschiedenen Industrien, die dem Unternehmen stabile Einnahmequellen bieten, zählen ganz klar zu den Stärken des Unternehmens. Die wachsende Nachfrage nach umweltfreundlichen Technologien und sauberen Energien bietet zusätzliches Wachstumspotenzial. Änderungen in Schlüsselindustrien wie Chemie oder Stahlproduktion könnten sich dennoch negativ auf das Geschäft auswirken, da hier dann doch einige zyklische Endmärkte und Kunden vorhanden sind. Im Hinblick auf Linde sehe ich das aber eher unproblematisch. Die zweite Aktie auf der Liste kann mit einem durchschnittlichen Wachstum der Dividende innerhalb der letzten 5 Jahre in Höhe von 17,92% überzeugen. Die Dividende wird hierbei seit 19 Jahren ausgezahlt und ebenfalls seit 19 Jahren stetig erhöht. Insgesamt weist man zum aktuellen Zeitpunkt eine Dividendenrendite von 0,51% auf. Unterstützt wird das Ganze durch eine Ausschüttungsquote von 25,26% vom Free Cashflow. Die Rede ist von Costco Wholesale. Costco ist ein weltweit führender Einzelhändler im Membership Model, der eine breite Palette von Produkten in großen Mengen zu niedrigen Preisen anbietet. Das Unternehmen betreibt über 800 Lagerhäuser, hauptsächlich in den USA, Kanada und Mexiko. Costco verfolgt eine Strategie der Kostenführerschaft durch den Verkauf von Produkten in großen Mengen zu niedrigen Preisen. Das Geschäftsmodell basiert auf Mitgliedschaftsgebühren, die eine stabile Einnahmequelle darstellen und die niedrigen Margen im Einzelhandel ausgleichen. Denn auf diese Weise hat Costco trotzdem eine hohe Ertragskraft. Mittlerweile hat Costco eine Market Cap von 405,66 Milliarden US-Dollar. Eine Besonderheit von Costco ist, dass das Geschäftsjahr im September endet. Für das abgelaufene Jahr 2023 konnte man einen Umsatz von 253,79 Milliarden US-Dollar verzeichnen und die Earnings per Shares lagen bei 14,16 US-Dollar. Für das interessantere nächste Geschäftsjahr wird ein leicht höherer Umsatz von 254,84 Milliarden US-Dollar erwartet. Dies würde einem leichten Wachstum
von 0,45% entsprechen. Bei den Earnings per Shares hingegen ist man positiver gestimmt. Hier werden Earnings per Shares in Höhe von 16,06 US-Dollar erwartet. Zu den Stärken von Costco zählen ganz klar die wiederkehrenden Einnahmen aus Mitgliedsgebühren, die das Unternehmen widerstandsfähig gegen Konjunkturschwankungen machen. Ebenso schafft es das Unternehmen, durch den Verkauf von großen Mengen und Eigenmarken niedrige Betriebskosten und höhere Margen zu erzielen. Da ein Großteil des Umsatzes in den USA generiert wird, besteht bei Costco eine hohe Abhängigkeit vom US-Markt. Ebenso ist der preisbasierte Wettbewerb im Einzelhandel besonders hart und zählt ebenfalls zu den Schwächen des Unternehmens. Als drittes Unternehmen habe ich dir heute ein Unternehmen aus dem Finanzsektor mitgebracht. Das Unternehmen weist aktuell eine Dividendenrendite von 2,3% auf. Dabei beträgt die Ausschüttungsquote auf dem Free Cashflow gesunde 45,77%. In Verbindung mit einer Auszahlung einer Dividende seit 20 Jahren und einer Dividendensteigerung, die seit 14 Jahren verläuft. Insgesamt sind das super Dividendenkennzahlen, die mit einem durchschnittlichen Dividendenwachstum von 9,27% innerhalb der letzten 5 Jahre unterstützt werden. Das Unternehmen, von dem ich spreche, ist BlackRock. BlackRock ist das weltweit größte Vermögensverwaltungsunternehmen mit einem verwalteten Vermögen von über 9 Billionen US-Dollar. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Anlageprodukten, einschließlich ETFs, Aktien, Rentenfonds und alternative Anlagen. BlackRock verfolgt eine diversifizierte Anlagestrategie und bietet sowohl institutionellen als auch privaten Anlegern Zugang zu einer Vielzahl von Anlageprodukten. Ein wesentlicher Teil des Geschäftsmodells sind die iShares ETFs, die stetige Einnahmen durch Managementgebühren generieren. BlackRock ist der Marktführer im Bereich ETFs und hat mit seiner iShares-Plattform einen bedeutenden Einfluss auf den globalen Kapitalmarkt. Das Unternehmen ist außerdem Vorreiter im Bereich nachhaltiger Investitionen und ESG-Produkte. BlackRock gehört mit einer Marktkapitalisierung von 131,11 Milliarden US-Dollar zu den größten Unternehmen in seinem Sektor. Im Jahr 2023 konnte man Umsätze in Höhe von 17,86 Milliarden US-Dollar verzeichnen, was stagnierenden Umsätzen entsprach. Bei den Earnings per Shares sah das Ganze mit einem Wachstum von 7,48% auf 36,51 US-Dollar pro Aktie wesentlich besser aus. Für die Zukunft wird ein Umsatz von 19,98 Milliarden US-Dollar erwartet. Die Earnings per Shares schätzt man auf 41,66 US-Dollar. Du siehst also, hier wird ein sehr gutes operatives Wachstum erwartet. BlackRock ist der größte Vermögensverwalter der Welt und profitiert von wesentlichen Skaleneffekten. Man weist ein breites Produktportfolio von ETFs bis zu alternativen Investments auf und deckt so das gesamte Spektrum an Finanzprodukten ab. Zu den Schwächen zählt, dass ein Abschwung an den Finanzmärkten sich negativ auf die Einnahmen von BlackRock auswirken könnte. Ebenso könnte eine verschärfte Regulierung der Finanzbranche das Wachstumspotenzial einschränken. Gib mir gerne Feedback zu den 3 Aktien mit hohem Dividendenwachstum in den Kommentaren. Danke dir fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.